In diesem Video geht es darum, wie wir aus dem Zeitgeschwindigkeitsgesetz auf die Position zu Zeitpunkt t schließen können. Als Beispiel, das wir später verallgemeinern werden, nehmen wir die gleiche Situation wie im letzten Video, mit dem Unterschied, dass wir hier in dem Diagramm nicht mehr den Zeitwegdiagramm zeichnen werden, sondern Zeitgeschwindigkeitsdiagramm. Ich starte mal die Animation. Wir sehen, die Kugel startet mit einer hohen Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit nimmt ab, bis sie jetzt ungefähr 0 erreicht. Jetzt haben wir eine negative Geschwindigkeit. Der Ball bewegt sich zurück. Und am Ende erreichen wir die maximale negative Geschwindigkeit. Also wir starten mit 3 Metern pro Sekunde. Nach 3 Sekunden haben wir den Umkehrpunkt erreicht. Und eine Geschwindigkeit von 0 ist die Geschwindigkeit, die der Ball nach 3 Sekunden hat. Ab da nimmt die Geschwindigkeit ab, wird negativ, der Ball bewegt sich nach unten und nach 6 Sekunden erreichen wir den Boden mit einer Geschwindigkeit von minus 3 Metern pro Sekunde. Zur Erinnerung, die Strecke von da bis zu dem höchsten Punkt beträgt 4,5 Meter. Das wird im späteren Verlauf nochmal eine Rolle spielen. Wir wollen nun abschätzen, wo wir uns zu einer bestimmten Zeit befinden. Und ich habe jetzt hier das als Schätzung der Position genannt und hier diese den Zeitschritt, den ich Delta T nenne, habe ich auf eine Sekunde gesetzt. Was das bedeutet, sehen wir gleich. So, hier ein Diagramm passend zu unserem Zeitgeschwindigkeitsgesetz. Und für die Bewegung, die wir jetzt gerade gesehen haben, haben wir folgende Kurve aufgenommen. Y-Achsenabschnitt bei 3 und eine Nullstelle auch bei t gleich 3. Das führt dann zu folgender Vorschrift für die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t minus t plus 3. So, wir sehen die Geschwindigkeit. Ändert sich die ganze Zeit und das macht die Sache auf den ersten Blick etwas schwieriger. Und jetzt kommt dieser Zeitschritt ins Spiel. Wir tun so, als ob wir in Zeitschritten von einer Sekunde uns mit konstanter Geschwindigkeit bewegt hätten. Hier auf dieser Seite wird gleich dann die Rechnung kommen, die jeweilige Rechnung. Und auf der linken Seite werden wir eine geometrische Interpretation dieser Rechnung sehen. Und durch diese geometrische Interpretation werden wir auch letztendlich diesen Trick, der dahinter stecken wird, erkennen. So, wir tun jetzt so, als ob wir uns zwischen der 0. und 1. Sekunde mit einer konstanten Geschwindigkeit bewegen würden, also mit einer Geschwindigkeit von 3 Metern pro Sekunde. Das führt dann zur folgenden Rechnung. Die Strecke, die wir da zurückgelegt haben zwischen der 0. und 1. Sekunde, hier diese Punkte bzw. Kommata, die werden hier automatisch generiert. Wir beachten das an dieser Stelle nicht sonderlich. Also wir bewegen uns mit einer Geschwindigkeit, die wir zum Zeitpunkt 0 hatten, eine Sekunde lang. Und dabei haben wir eine Strecke von 3 Meter pro Sekunde multipliziert mit einer Sekunde zurückgelegt. Das entspricht 3 Meter. In dem Diagramm kann man das folgend interpretieren. Wir haben jetzt einmal hier diese Strecke, die Seite eines Rechteckes. Diese entspricht der Geschwindigkeit. Und auf der t-Achse haben wir eine weitere Strecke, die Strecke Delta t. Wenn wir die Strecke mit der Strecke multiplizieren, erhalten wir am Ende den Flächeninhalt von diesem Rechteck hier. So, wenn wir jetzt den Zeitschritt gemacht haben, gucken wir uns die nächste Strecke an. Das ist die Strecke zwischen der 1. und 2. Sekunde. Dann tun wir so, als ob wir uns mit der Geschwindigkeit bewegt hätten, die wir zum Zeitpunkt eine Sekunde hatten und das Ganze eine Sekunde lang. Zum Zeitpunkt t gleich 1 haben wir eine Geschwindigkeit von 2 und Delta t ist eine Sekunde. Das bedeutet, nach unserer Abschätzung haben wir in dieser eine Sekunde 2 Meter zurückgelegt.
Und auch das kann man dann grafisch darstellen. Diese 2 Meter entsprechen dem Flächeninhalt von diesem Rechteck hier. So, ich glaube, es ist langsam klar, wie es dann weitergeht. Die Strecke, die wir zwischen der zweiten und der dritten Sekunde zurückgelegt haben, das ist die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt 2, also 1 Meter pro Sekunde multipliziert mit dem Zeitschritt. 1 Meter pro Sekunde mal 1 Sekunde gleich 1 Meter. Zwischen der dritten und vierten Sekunde haben wir nun eine Geschwindigkeit von 0. Alles, was man mit 0 multipliziert, ist auch 0. Deshalb haben wir sozusagen in diesem Zeitintervall eine Änderung, eine Positionsänderung von 0 Metern. Und hier so ein entartetes Rechteck ohne Länge oder ohne Höhe. Der Flächeninhalt entspricht dann auch 0. So, jetzt wird es ein bisschen spannender. Zwischen der vierten und fünften Sekunde haben wir eine negative Geschwindigkeit von minus 1 Meter pro Sekunde. Und jetzt müssen wir unsere Interpretation von dem Flächeninhalt etwas modifizieren. Wir haben jetzt eine sozusagen negative Höhe. Und an dieser Stelle möchte ich hier auch einen negativen Flächeninhalt zulassen. Also alles, was sich jetzt unterhalb der t-Achse befindet, als Fläche, bekommt ein negatives Vorzeichen bei dem Flächeninhalt. Und so haben wir unsere Position um minus 1 Meter verändert. Und ähnlich wird es dann auch zwischen der fünften und sechsten Sekunde, wo unsere Bewegung eigentlich schon vorbei ist. Aber auch diese Rechnung können wir einmal durchgehen. Wir haben nach 5 Sekunden eine Geschwindigkeit von minus 2 Metern pro Sekunde erreicht. Das multipliziert mit einem Zeitschritt von einer Sekunde entspricht der Rechnung hier, also minus 2 Meter. So, nun können wir unsere Position abschätzen. Nach einer Sekunde haben wir eine Position, die 3 Meter von unserem ursprünglichen Punkt sich befindet. Nach 2 Sekunden haben wir diese 3 Meter plus 2 Meter zurückgelegt, also insgesamt 5 Meter. Und nach 3 Sekunden haben wir 3 plus 2 plus 1 insgesamt 6 Meter zurückgelegt. Das ist jetzt um einiges mehr als der richtige Umkehrpunkt, der 4,5 Meter entfernt war. Wir werden aber sehen, dass sich bei kleineren Zeitschritten dieser Wert diesen 4,5 Metern auch nähern wird. Nach dem Umkehrpunkt hat sich nach dieser Abschätzung unsere Position erstmal um 0, dann um minus 1 und minus 2 verändert, sodass wir insgesamt 3 plus 2 plus 1 minus 2 bei 3 Metern nach der Abschätzung befinden müssten. Der offensichtliche Fehler, den wir machen, ist die Annahme von den konstanten Geschwindigkeit. Wir tun so, als ob wir uns mit einer konstanten Geschwindigkeit bewegen würden und diese Zeit ist einfach zu lang. Mal gucken, was passiert, wenn wir diese Zeitschritte kleiner machen. Zum Beispiel auf 0,5 Sekunden, wenn wir das Ganze reduzieren. Und hier starten wir wieder mit dem TV-Diagramm und der Vorschrift wie auf der Folie davor. Und mit diesen Zeitschritten kommen wir zu folgenden Rechnungen mit folgender geometrischen Interpretation. Zuerst haben wir ein Intervall von 0 bis 0,5 Sekunden und dann tun wir so, als ob wir uns 0,5 Sekunden lang mit einer Geschwindigkeit von 3 Metern pro Sekunde bewegen würden. Die zurückgelegte Strecke oder die Änderung der Position entspricht dem Flächeninhalt von diesem Rechteck hier, das hier entstanden ist, also 1,5 Meter. In dem nächsten Zeitintervall, das ist das Intervall von 0,5 Sekunden bis einer Sekunde, tun wir so, als ob wir uns mit der Geschwindigkeit hier bewegen würden. Da sind 2,5 Meter pro Sekunde, das Ganze 0,5 Sekunden lang. Das ist hier unser Zeitschritt. Ausmultipliziert ergibt es ein Rechteck mit einem Flächeninhalt von 1,25. Das bedeutet, die Strecke hat eine Länge von 1,25 Meter. Wohlbemerkt die geschätzte Strecke. Der nächste Schritt zwischen der Sekunde 1 und 1,5 führt dann zu einer geschätzten Positionsänderung von 1 Meter, wieder als Flächeninhalt von diesem
Rechteck und so weiter und so fort. Wenn wir uns jetzt hier in dem Bereich bewegen, wo unsere Geschwindigkeit noch positiv ist, und wenn wir das Ganze hier aufsummieren, kommen wir auf eine Positionsänderung von 5,25, was schon um einiges besser geworden ist, verglichen mit den 6 Metern von davor. Wir weichen aber immer noch von dem tatsächlichen Entfernung zu dem Umkehrpunkt von 4,5 Metern um einiges ab. Auf der negativen Seite machen wir auch einen Fehler. Da legen wir aber eine zu kleine Strecke zurück. Und auch hier ähnlich die Flächeninhalte von Rechtecken haben negative Werte, weil wir uns unterhalb der T-Achse befinden. Die Rechnung erfolgt aber immer gleich. Wir gucken, welche Geschwindigkeit haben wir zum Anfang unseres Zeitintervalls, und wir multiplizieren das mit unserem Zeitschritt und es ergeben sich dann folgende Rechtecke, die dann insgesamt die geschätzte Positionsänderung ergeben sollen. So, der nächste für mich logische Schritt, den man jetzt machen könnte, wäre die Zeit hier, den Zeitschritt weiter zu halbieren, sodass wir einen Zeitschritt von 0,25 Sekunden haben. Das gucken wir uns noch ein wenig an. Wieder unser Diagramm, wieder die Vorschrift, Rechnungen und die geometrische Interpretation. Ich klicke mich hier relativ schnell durch. Wir haben einmal den Zeitintervall zwischen 0 und 0,25 Sekunden. Die Geschwindigkeit, mit der wir starten, entspricht 3 Metern pro Sekunde. Das ist dann hier dieser Punkt. Das Ganze machen wir dann 0,25 Sekunden lang und legen in diesen Zeitintervall eine geschätzte Strecke von 0,75 Metern. In weiteren Zeitintervallen wird natürlich diese zurückgelegte Strecke abnehmen, weil unsere Rechtecke immer kleiner werden, sodass wir zwischen 0,25 und 0,5 Sekunden eine Strecke von 0,6875 Meter geschätzt zurücklegen. Und das Ganze kann man weiter fortsetzen. Hier machen wir einen Fehler, aber dieser Fehler ist dann deutlich kleiner. Alle sind herzlich eingeladen, hier auszurechnen, welche Positionsänderung sich hier ergibt. Auf der Seite, wo unsere Geschwindigkeit negativ ist, haben wir wieder Rechtecke mit negativen Flächeninhalten, weil sie sich ja unterhalb der T-Achse befinden. Und auch hier haben wir eine Positionsänderung, die hier wiederum etwas zu klein ist, weil wir die Geschwindigkeiten als zu klein annehmen. Okay, jetzt können wir den Zeitschritt noch kleiner machen, zum Beispiel auf 0,1 Sekunden. Da werde ich aber die Rechnungen ganz weglassen und lasse nur noch diese grafische Interpretation stehen. Wenn wir den Zeitschritt von 0,1 Sekunden nehmen, ergibt sich folgende Figur. Dann kann man den Zeitschritt noch weiter halbieren. Und wir merken so langsam, worauf es hinausläuft. Die zurückgelegte Strecke nach unserer Abschätzung, wenn wir den Zeitschritt immer kleiner machen, immer kleinere Fehler machen, der nähert sich einfach hier so einem Dreieck, beziehungsweise hier so einem Dreieck. Und zwar ist es dann eine Figur, die dann dadurch entsteht, dass wir eine Fläche mit dem Graphen von dem TV-Diagramm mit der T-Achse einschließen. Und spätestens, wenn ich den Zeitschritt noch kleiner mache, auf 0,01 Sekunden, haben wir jetzt einen Punkt erreicht, wo die Rechtecke so klein sind, dass die Auflösung, die ich hier gewählt habe, gar keinen Unterschied zwischen so ganz, ganz feinen Rechtecken und dem Flächeninhalt von dieser seltsamen Figur, diesen zwei Dreiecken hier, zu unterscheiden ist. Wenn wir nun die zurückgelegte Strecke oder die Änderung der Position als diesen Flächeninhalt hier interpretieren, können wir uns anschauen, wo befinden wir uns nach 3 Sekunden. Das ist jetzt einmal hier die Grundseite von 3 multipliziert mit der Höhe. Hier ein rechtwinkliges Dreieck, das ist ganz praktisch. Die Höhe ist auch 3.
Die Formel für den Flächeninhalt eines Dreiecks, 1/2 mal die Grundseite mal die Höhe. Also 3 mal 3 ist 9, die Hälfte davon 4,5. Und das ist auch exakt die Strecke, die wir bis zu dem Umkehrpunkt dann zurückgelegt haben. Auf der anderen Seite haben wir im Prinzip das gleiche Dreieck mit einer Grundseite von 3 und einer Höhe diesmal negativ minus 3. 3 mal minus 3 ist 9. 1/2, weil es sich hier um ein Dreieck handelt. Deshalb ein Flächeninhalt von minus 4,5, 4,5 plus minus 4,5. Am Ende haben wir also eine Positionsänderung von 0 und das entspricht auch dem, was wir gesehen haben. Unser Ball ist ja nach oben gerollt, hat die 4,5 Meter erreicht, dann zurückgerollt und ist nach 6 Sekunden an der gleichen Stelle, wo wir gestartet sind, haben wir also insgesamt eine Positionsänderung von 0 und alles passt perfekt zusammen. So, bei Dreiecken, Rechtecken, Trapezen lassen sich diese Flächeninhalte ganz gut berechnen. Problematischer wird es aber, wenn diese TV-Diagramme krumm sind. Die Formel für den Flächeninhalt eines Kreises lässt so ein bisschen darauf hoffen, dass man auch den Flächeninhalt von so krummen Objekten berechnen kann. Und es gibt mathematische Werkzeuge, die uns das tatsächlich exakt berechnen lassen. Ich möchte die Theorie jetzt hier nicht weiter erörtern, zeige aber bei GeoGebra das entsprechende Befehl, um den Flächeninhalt unterhalb eines Graphens, dann auch zu bestimmen. Okay, hier haben wir ein GeoGebra-Fenster und eine Funktion, von dem wir jetzt hier den Graphen sehen. Das soll jetzt ein TV-Diagramm sein. Wir sehen, die Geschwindigkeit ändert sich ständig und was sich ergibt, ist so eine krumme Linie. Uns interessiert im Prinzip nicht, wie die Funktionsvorschrift an dieser Stelle ist. Das Einzige, was wir an dieser Stelle brauchen, ist tatsächlich dass die Funktion hier bei GeoGebra G heißt. Und ich möchte jetzt den Flächeninhalt wissen, der hier zwischen dem Zeitpunkt 1 und dem Zeitpunkt 4 sich ergibt, also die Fläche, die dann von der T-Achse nach unten beschränkt und nach oben von dem Funktionsgraphen begrenzt ist. Und dazu tippe ich einfach einen Befehl, das nennt sich dann Integral. Wird mir schon vorgeschlagen, da kommt die Funktion und zwar die Funktion g. Die Variable nenne ich dann t. Es wird gerade was gezeichnet, was ich aber nicht möchte. Das ist ein Thema, was dann in dem Mathematikunterricht dann genauer verfolgt wird. Als nächstes kommt eine Zahl und zwar, wo geht's los mit dem Flächeninhalt? Das ist hier die Stelle 1. Komma und dann, wo hört es auf? An der Stelle 4. So, und wir haben jetzt hier den Flächeninhalt. Der Flächeninhalt ergibt hier ungefähr 4,31. Wenn das jetzt die Geschwindigkeit in Metern pro Sekunde ist und das hier die Sekunden sein sollten, hätten wir eine Positionsänderung von 4,31 Meter. An dieser Stelle können wir das Ganze jetzt verallgemeinern. Und zwar bewegt sich ein Körper mit einer Geschwindigkeit, die mittels v von t zu jedem Zeitpunkt t in einem Zeitintervall, wie zum Beispiel dem Intervall t0 bis t1, angegeben werden kann. So entspricht die Positionsänderung Delta s, und hier kommen ja die Intervallgrenzen, in dem Zeitintervall t0 bis t1, der Fläche, die das TV-Diagramm mit der Zeitachse auf diesem Intervall einschließt. Das ist das, was wir jetzt ein paar Mal gesehen haben. Hier nochmal eine beispielhafte Zeichnung, ein beispielhafter Graph. Wir haben ein TV-Diagramm, wollen die zurückgelegte Strecke oder die Positionsänderung zwischen der Sekunde 1 und 4 wissen. Das ist dann der Flächeninhalt, der von hier der Zeitachse zwischen der ersten und vierten Sekunde nach unten begrenzt ist und von dem Graphen von V nach oben begrenzt ist. Und es gibt Möglichkeiten, das in manchen Fällen mit Stift und Papier zu bestimmen.
Wir lassen uns das aber von den Computern ausrechnen und ein Befehl bei GeoGebra lautet dann Integral, dann die Funktion, von der wir den Flächeninhalt unterhalb des Graphens haben wollen. Hier in diesem Fall v von t, weil es die Geschwindigkeitsfunktion ist. Die untere Grenze von dem Intervall, also t0 hier beispielhaft eine Sekunde. Und dann nach dem Komma die obere Grenze, t1 allgemein, hier in diesem Beispiel 4. Wenn man das dann eintippt, wird einem dann die, der Flächeninhalt unterhalb der Kurve dann berechnet und das entspricht auch exakt der zurückgelegten Strecke, beziehungsweise noch besser gesagt der Positionsänderung in diesem Zeitintervall.